die Halle rauf. Fahren wir auf die Halle. Ich komm rüber. Arbeit ist ganz wild. Und zwar in einem Team, so wie Philipp, wie Daniel und wie euch sicherlich auch Manfred, der nachher noch wahrscheinlich nicht mehr zu euch sprechen wird, bestätigen wird. Eine Nummer 1 ist etwas Absolutes. Besser als 1 geht es nicht. Und wenn ein Team, wenn die Plattenfirma, wenn die Band, wenn die Promoter, die Vermarkter und alle, die beteiligt sind, ein solches Ergebnis zustande bringen, dann freuen wir uns besonders, weil es die ganzen Schritte danach sehr viel leichter macht und weil es eine wunderbare Motivation ist für alle Dinge, die nach diesem Ziel, wenn man es erreicht hat, eintreten. Alles das ist nicht machbar, auch das hat Daniel schon anklingen lassen, wenn es nicht eine feste Fanbase gäbe, eine Gemeinschaft von Leuten, die sich für das, was wir machen, interessieren. Und wir haben das ja ausgiebig auf der Indoor-Tour vor ein paar Wochen, das ist ja nicht lange her, genießen können. Genießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe noch nie so eine geile Tour erlebt wie diese in diesem Winter. Und ich glaube, die Band sind das ähnlich. Und auch das an dieser Stelle noch einmal aus meinem Mund und aus vollster Überzeugung, Leute, ich glaube nicht, dass es viele Bands wie unser gibt. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, die so besetzt Musik machen, über all die Jahre hinweg. Wir sind jetzt schon Jahrzehnte zusammen. Und manchmal scheint es, wenn wir in den Spiegel gucken, dass wir noch ein paar Jahrzehnte draufpacken können. Aber nur manchmal. Ich kann euch sagen, es ist ein wunderbares Geschenk und ein absolutes Privileg, im Kreise von Freunden so viel Zeit zu verbringen. Nichts zu machen, Leute, ohne ein Team. Das ist mehrfach schon angeklungen. Ich will das aber vertiefen, weil manchmal fokussiert sich das so auf mich. Die Kleinen schieben sie ja immer nach vorne. Ja. Es ist so, rechts muss jemand stehen, der es weiß. Links muss einer stehen, der weiß, wie es geht. Vorne, hinten, manchmal auch darüber. Aber der über uns, der weiß sowieso alles. Ja. Erst wenn das sinnvoll zusammenspielt, erst dann kommt ein solches Ergebnis zustande und nur dann werden wir auch so auf der Bühne stehen, wie jetzt in den nächsten Minuten stehen werden. Denn ich habe vor, stellvertretend für die vielen, denen wir eine kleine Freude machen wollen mit einem Platin Award, möchte ich nur die Band aufbitten, damit unser Abend ungestört weiterlaufen kann. Ich weiß, dass viele von euch Hunger haben und ich auch. Und es gibt viele, die eine Platin-Schale mit nach Hause nehmen und wohin auch immer hängen. Ich habe keine Ahnung, wo das Zeug nachher irgendwo landet, aber ich denke schon, das ist eine schöne Aussage an mich. Alle auf die Seite. Dann gucken wir auf die rechte Seite, aus meiner Sicht gesehen, und das steht da, performt und ist ein Feld.